Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute gibt es ein Unboxing von der Degusta-Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Degusta-Box ist eine Foodbox, die jeden Monat erscheint. Bei mir erscheint sie kostenfrei, also ich bekomme sie in der Kooperation zugestellt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Das ist eine Kooperation, die aus einer, aus einem ganz normalen Abo von mir entstanden ist. Und ich darf auch eine Degusta-Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Hauptvoraussetzung ist natürlich das Schreiben eines Kommentars und dass du ein Abonnent von mir bist. Das bist du entweder schon oder du wirst es hier einmal. Du kannst es einmal nachholen. Würde ich mich drüber freuen. So, die kostet 15,99 € pro Monat regulär. Mit dem Code, den ich dir hier mal einblende, kannst du ein bisschen was sparen. Und ich glaube 6 € oder so kannst du damit sparen. Genau, und ich bin ganz aufgeregt, was sich diesen Monat hier drin verbirgt, denn ich habe echt Hunger. Ich habe gerade ein Video abgedreht, wo ich ganz viele Influencer, Marken, Produkte, wie auch immer teste. Und es ist schon 18.54 Uhr. Normalerweise essen wir immer um 18.30 Uhr. Wir haben also noch nichts gegessen und ich habe Bombenhunger. Ich habe echt, also ne, ich mache mal auf. Also den Klebi habe ich schon mal entfernt, aber das Ganze ist hier noch so weit verschlossen. Hier steht öffnen, freuen, genießen und teilen. Das machen wir auch. Ne? Also wir teilen weitestgehend die Produkte miteinander, mein Freund und ich. Und du hast hier manchmal, also es sind 10 bis 15 Food-Produkte hier drin. Manchmal sind das halt so ganz Basic-Geschichten wie Aufbackbrötchen oder sowas. Oder du hast hier drin Marmelade oder du hast hier drin irgendwelche Neuheiten, wo du so sonst im Laden dran vorbeigehen würdest. Ich finde es super klasse. Die Degusta-Box hat auch so ein paar Spezialeditionen, zum Beispiel gab es letztens erst die Degusta-Box Cold, kann ich die hier oben mal verlinken, habe ich mit euch zusammen ausgepackt, mega geil, also wir haben, ich glaube, fast alles jetzt schon aufgegessen, richtig, richtig cool, mir gefällt das vom Konzept her richtig derbe, weil sonst hätte ich es damals auch nicht ein Jahr lang oder so schon abonniert gehabt, bevor die mich angeschrieben haben, ob wir zusammenarbeiten wollen, ne, ich rede immer ein bisschen viel, ne? Ja. Limited Edition von irgendwas, Bastelsachen. Jetzt gratis testen, dein Code Hello21, Toucan-Box. Okay, ich glaube, das mit dieser Toucan-Box, das haben wir jetzt öfters mal mit dabei gehabt. Und hier haben wir das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Hier sind die ganzen Produkte, mit Preisen aufgeführt. Und jetzt halte ich es nochmal eben kurz hoch. Oh, ich sehe hier schon was ganz Geiles, Basic-mäßiges. Hier haben wir nämlich den Blick in die Foodbox. Und man darf es halt echt nicht vergessen, ne? Dass man 15,99 € für die Box bezahlt. Und ich finde es einfach klasse, dass hier einfach mal Sachen drin sind, wie hier von Naturals, die Basilikum-Pesto-Chips. Mega geil. Das probieren wir doch direkt mal. Also, ne, Naturals von Lorenz, die sind dann halt außen irgendwie mit einer etwas natürlicheren Kruste, sage ich jetzt mal. Also du hast dann quasi keinen geschälten Apfel, glaube ich. Apfel vor allem. Keine geschälte Kartoffel. Genau, ein Apfel. Mal gucken. Boah. Hm. Das schmeckt gut. Das schmeckt echt wie Basilikum-Pesto. Also ich mag die. Hm. Aber mein Freund wird die wahrscheinlich auch ziemlich feiern. Genauso wie wir beide dieses Brot feiern werden. Das ist ja geil. Lieben Urkorn, back mich. Dein großer Bauernleib. Ich habe eben was von Aufbackbrötchen erzählt und jetzt haben wir hier mal ein komplettes Aufbackbrot drin. Das ist geil. Bis zum 30.03. haltbar. Das heißt, wir werden das jetzt auch morgen oder übermorgen einfach mal aufbacken. Heute ist der 14.03. Ich schiele hier immer drauf, ob ich hier irgendwelche Alternativen habe. Nie. Ne? Mega cool. Also das ist für zwei Personen definitiv eine gute Geschichte. Knusprig in nur 15 Minuten. Habe ich noch nie gesehen, dass es Aufbackbrot gibt. Wusstet ihr das? Ich finde es cool. Und von Lieben Urkorn haben wir öfters mal was mit drin. Und deswegen feiere ich das hart, einfach mal ein Brot hier drin zu haben. Ein Weizenmischbrot mit 52% Weizenmehl zum Fertigbacken. Mit Roggenmehl ist es auch noch mit dabei. Salz, Hefe, Rapsöl, Säure, Regulator, Natrium, Acetate. Ja, ne? Finde ich cool. Einfach mal so basic. Oh, oh, nom. 7 Days hat hier irgendwelche Rolls reingepackt und davon 5 Stück und das feiere ich hart. Man hätte hier 2 verschiedene drin haben können.
eine rote Variante, das ist Cocoa Mini Roll mit kakaohaltiger Fettglasur und Kakaocremefüllung. Und alternativ hätte man auch noch drin haben können die Vanille-Variante. Das, oder? Ja, mit Vanille oder Kakaocremefüllung. Vanille wäre auch geil gewesen. Das wäre wahrscheinlich sogar mehr was für mich gewesen. Hier wird mein Freund ein bisschen mehr feiern. Von Utz. Und ja, das ist so ein bisschen wie diese Milka-Tender-Dinger, ne? Sowas mag ich. Ja, komm, ne? Das ist halt einzeln verpackt. Kann man dann so auch mit zur Arbeit nehmen oder so. Oder dem, das ist nicht so gesund, ne? Dem Kind das auch mit in die Butterbrotdose packen. Das ist nicht ganz so gesund. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Und so schaut es aus. No. Boah. Die werden diesen Abend nicht überstehen. Ohne Konservierungsstoffe steht hier drauf. So ein kleiner Kuchen halt, ne? Boah. Ich glaube, da kann ich gleich meinen Freund auch echt glücklich mitmachen. Der mag sowas auch richtig gerne. Genauso wie ich. Okay. Ich lege es mir hier mal eben zur Seite. Der Rest wird dann später gegessen. Das kann ich jetzt nicht gerade probieren. Von Naschkatze, nee, von immer guten Naschkatze, Dessertsoße, Vanillegeschmack. Ne? Kann man immer mal gebrauchen. Ich weiß nicht, wie lange. Ich hatte die auch schon mal, glaube ich, in der Degusta-Box mit drin. Da habe ich mich gefreut, dass ich die hatte, weil ich die irgendwie über ein Eis oder so später mal geben wollte. Kennt sich ja normalerweise ewig. 11.8. Ne? Das ist easy. Finde ich cool, das ist einfach so eine Vanillesoße. Das ist praktisch. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt. Wir haben meistens so einen Notfall-Apfelstrudel oder Notfallkuchen oder Notfall-irgendwas bei uns in der Tiefkühltruhe im Tiefkühlschrank. Und ja, da kommt sowas dann auch sehr gut, wenn du sowas dann noch auf Vorrat zu Hause hast. Ne? Finde ich klasse. So, hier ist etwas Großes drin. Ja, das ist gut. Das ist Köln Hafer Porridge feine Basis mit Leinsamen, Mandeln und Haferklei, ballaststoffreich. Das ist cool. Porridge ist etwas, was ich auch super gerne zum Frühstück esse, was ich auch gerne als schnelles Mittagessen auf der Arbeit esse, falls wir einfach mal einen Tag vorher keinen Bock hatten zu kochen oder so, ne, oder nicht vorgekocht haben. Und da kannst du dir, wenn du möchtest, noch ein bisschen Obst reinschnibbeln. Das heißt, dann kann ich eben zum Supermarkt neben der Firma fahren und mir da ein paar Beeren holen. Oder wenn ich das zu Hause esse, habe ich hier meine Himbeersträucher und Brombeersträucher und so. Kann man da alles reinmachen und dann hast du echt ein super leckeres Essen, ne? Ich finde es klasse. Ich finde das richtig lecker. Ja, und so ein Porridge ist halt ein Basic-Nahrungsmittel, aber doch irgendwie speziell, weil du hast hier diese Geschichte mit Leinsamen, Mandeln und Haferkleie mit drin. Wobei Haferkleie ist ja, glaube ich, das Normale, ne? Jo, finde ich nice. Und das machst du? Kannst du in der Mikrowelle machen. 5 gehäufte Esslöffel Köln Porridge und 200 Milliliter Milch oder Wasser. Oder Haferdrink. Dann machst du das 2 bis 3 Minuten in die Mikrowelle. Dann lässt du das nochmal 2 Minuten abkühlen, hast es fertig. Oder du machst es halt wirklich in einem Topf. Hat meine Mama damals auch gemacht. Da hatten wir so Haferschleim oder so, dass wir uns das zu Hause gemacht haben. Finde ich cool. Und das ist ohne Zuckerzusatz und vegan. Auch das finde ich immer ganz nett, ne? Weil dann wird auch so ein bisschen an alle irgendwie gefühlt gedacht. Und hätte es da Alternativen gegeben? Nee, das war das Einzige. Kichererbsen von Dorsi. Dampfgegart ohne Salz und Zuckerzusatz. Ja, okay. Das ist auch sehr basic, aber auch irgendwie auch schon speziell, weil Kichererbsen, gut, du kannst daraus einen Salat machen, du kannst daraus irgendein Püree machen, ne? Kichererbsen kannst du ja auch vielseitig verwenden. Guck mal, hier haben die auch mal einen Nutri-Score drauf. Das ist Nutri-Score A. Versteht ihr diesen Nutri-Score? Habt ihr euch da schon irgendwie mit beschäftigt? Ich habe da so einen Beitrag wohl drüber gesehen, im Marktcheck irgendwo. Aber ganz ehrlich, wenn ich einkaufen gehe, verlasse ich mich da jetzt nicht so sehr drauf. Kichererbsen vakuumverpackt, wenig Sud, direkt verzehrfertig, ohne Konservierungsstoffe, ohne zugesetzte Aromen. Das ist doch nett, ne? Finde ich echt nett. Und? Hätte es Alternativen gegeben? Nein, nur das. Ja. Hätte man das? Du hast ja manchmal so Rezeptideen hinten drauf, ne? Hier, guck mal. Nö. Kichererbsen-Brownies. Dieses ausgefallene Rezept mit Dorsi Kichererbsen aus deiner Degusta-Box findest du hier, dorsi.de. Siehste? Sag ich doch. Wenn man solche Produkte drin hat, wo man denkt, was mache ich damit, hast du hier manchmal nämlich so eine Rezeptidee oder so, einen Hinweis darauf mit drin. Ja,
gut. Das ist ein Klassiker, die Jelly Beans, die haben wir öfters mal drin. Die finde ich immer ganz lecker. 36 huge flavors, also 36 unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Also Jelly Beans wirklich. Wie oft hatten wir die jetzt schon in der Degusta-Box, ne? Für mich ist es vollkommen in Ordnung, weil ich das immer ganz fancy finde, wenn man die dann auf den Tisch stellt und dann unterschiedliche Geschmäcker bekommt. Erinnert mich auch immer ein bisschen an Harry Potter, Birdie Bots Beans, ne? Mag ich ganz gerne, finde ich witzig. Und ich glaube, dadurch sind die damals auch so bekannt geworden, diese Jelly Beans, oder? Ich glaube, genau dadurch. Also ich mag die wohl. Ich finde die ganz cool und stelle die auch gerne auf der Arbeit. Jetzt gerade ein bisschen kritisch, aber ansonsten, ne, stelle ich das gerne auf die Arbeit. Da habe ich immer so ein paar Süßigkeiten stehen und dann beobachte ich immer die Leute, wenn die sich was nehmen und naschen. Vor allem, weil ich ja auch durch die Degusta-Boxen und so auch mal etwas außergewöhnliche Produkte dann da drin habe. Und dann gucke ich immer, wie es denen so schmeckt. Ich bin so ein kleiner Marktforschungsmensch. So, Hafervoll-Minis haben wir hier drin. Kirschmandel. Und da hätten wir auch unterschiedliche Geschmäcker, glaube ich, gehabt, ne? Das finde ich auch sehr interessant. Und sowas ist ja sättigender Snack, ne? Aber dann doch nicht so super ungesund. Was hätten wir hier drin haben können? Einmal den hier. Erdnussbutter, Kakao, Haselnuss und Kirschmandel. Ja, ich glaube, Erdnussbutter hätte ich auch ganz geil gefunden. Kakao, Haselnuss wäre was für meinen Freund gewesen. Aber Kirschmandel kann man sich auch mal gönnen, ne? Probieren wir uns mal ein. Dann kannst du auch hier wieder luftig verschließen. Das finde ich ganz nice. Okay, das sind so softe Dinger. So schauen die aus. Ich brauche gleich unbedingt irgendwas zu trinken in dieser Box. Wir haben so ein bisschen was von einem Müsli-Riegel. Ist wohl lecker. Aber du wirst da schon satt von. Also du brauchst da jetzt nicht super viele von, was ja eigentlich auch positiv ist, ne? Kann ich mir als Snack zwischendurch mal vorstellen, wenn man so Heißhunger hat auf irgendwas. So, hier habe ich jetzt was eingepackt. Also immer wenn du so Glasdinger hast, dann machen die das ganz gerne, dass sie dir das in Luftpolsterfolie einpacken, was ich gut finde, ehrlich gesagt. Das ist interessant. Hier ist Alba mit Meerrettich drin. Ich esse super gerne Alba. Also Alba und ich, wir sind ganz große Freunde. Da mache ich mir auch gerne meine Paprika Carbonara, die ich übrigens auch an Danny Pelletier geschickt habe, weil der macht ja aktuell zusammen mit Maxim und mit den ganzen Zuschauern ein Kochbuch. Und da könnt ihr noch, ich glaube, ich weiß gar nicht bis wann, eure Rezeptideen hinschicken. Und da habe ich auch meine Paprika Carbonara hingeschickt. Ich hoffe, dass es mit angedruckt wird. Ich würde mich mega freuen. Genau. Da wird auch Eiweiß verwendet. Und hier in diesem Eiweiß ist nochmal Meerrettich mit drin. Das heißt, Eiweiß ist so eine Paprikapaste. Die ist normalerweise einfach so, wenn du Paprikagerichte so kochst, ne, ganz cool, dann kannst du den Geschmack von dem Essen noch ein bisschen intensivieren. Genau. Ich glaube, das ist so, wenn du gegrillte, also man kann Eiweiß selber machen, wenn man gegrillte Paprika nimmt und die dann irgendwie auch püriert und dann noch, ich glaube, Olivenöl oder sonst irgendwas mit beimacht, ich glaube auch Knoblauch, dann bekommt man Eiweiß. Und hier hast du halt Eiweiß mit Meerrettich. Das heißt, dann ist es auch noch ein bisschen schärfer. Das ist natürlich spektakulär. Aber wir haben hier, glaube ich, auch für dieses Eiweiß genau so einen Serviervorschlag, sage ich jetzt einfach mal. 100% Geschmack, 0% Konservierungsstoffe. Du kannst dir das Eiweiß auch einfach so auf ein Baguette machen, dann mit ein bisschen Brunnenkresse oder so garnieren. Und dann hast du es auch echt schön, ne? Ein paar Gürkchen dabei, ein paar Kürbiskerne drüber. Das sieht schon lecker aus. Also das kannst du so als Brotaufstrich nehmen. Das ist nicht schlecht. Also für so einen herzhaften Party-Snack kann ich mir das auch gut vorstellen. So, einen habe ich hier noch in dem Ding eingedingselt. Läuft. Darbo, Zucker reduziert. Ein Drittel weniger Zucker mit 80% Fruchtanteil Erdbeere. Ist das eine Marmelade? Das ist ja cool. Guck mal. Das finde ich nett. Habe ich wieder eine Marmelade im Backup. Also ich muss mir, seitdem ich die Degusta-Box habe, nie wieder Marmelade kaufen, denn die bekommt man regelmäßig. Aber jetzt nicht so exzessiv oft, sondern halt wirklich so alle paar Monate ist mal eine Marmelade drin. Und alternativ hätte man auch eine, irgendeine andere drin haben können. Eine gelbe. Ich glaube, das müsste Pfirsich oder Aprikose oder sowas sein. Ist ja abgebildet. Ja, aber das finde ich ganz schön. Ich
bin halt voll der Marmeladen-Junkie, ne? Esse ich auch super gerne, wenn ich mir Käsebrot mache und dann einen Löffel Marmelade drauf. Oder wenn es mal schnell gehen muss, einfach Nudeln und dann Marmelade drüber, ein bisschen Zucker drüber, total gesund. Aber so bin ich halt groß geworden. Ich bin wirklich groß geworden. Ich bin 1,73 Meter, Leute. Deswegen, ne? Also Marmelade ist in meinen Augen sehr vielseitig einsetzbar, genauso wie auch Apfelmus. Das sind so meine All-Time-Favorites. Wir haben dieses Mal nichts zu trinken hier mit drin, glaube ich, oder? Mensch, also das ist quasi was zu trinken, aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt, weil wenn du es dann einfrierst, dann ist es Eis. Das ist Sunquick since 1966 Creamy 8 Ice Cream for Home Freezing Kakao. Das ist ja witzig. Und hier hinten nochmal auf Deutsch, ne? Einfach Eis zum Einfrieren. Das ist witzig, weil solche Boxen kannst du auch super gut nehmen als Familie, zum Beispiel, wenn auch der Adventskalender rauskommt, ne? Mega die Empfehlung, ne? Für Familien. Und ja, mein Freund und ich, wir sind ja große Kinder, ne? Nach wie vor. Und das finde ich auch nice. Und das sind witzig. Witzig! Das sind dann so Quetschis, aber in so Dreiecksform. Und hier oben kannst du es dann aufschneiden und kannst es rausdrücken. Das finde ich echt witzig. Und dann ist da wahrscheinlich auch Milch drin oder sowas. So ein kleines Milcheis für zwischendurch, wie diese Milkflips, oder wie hießen die damals? Richtig cool. Frei von, also ohne Konservierungsstoffe, ohne künstliche Aromen und ohne künstliche Süßstoffe. Ist auch nett. Hätte es hier noch eine andere Sorte gegeben? Also ich bin ja eher so Eis-Vanille tatsächlich. Also Eis-Vanille oder Stracciatella. Mein Freund Schoko. Erdbeereis, ab und an mag ich das auch mal, aber auch nicht so exzessiv. Ja, man hätte ja entweder Schoko, Erdbeer oder Vanille haben können. Vanille wäre geiler gewesen. Aber Schoko ist auch ganz okay. Schokolade ist auch mal ganz nice, ne? Ja, aber doch. Ist schon eine coole Geschichte. Und es geht jetzt ja auch schon... Ja, heute nicht. Heute nicht. Heute ist nicht wärmer, weil es hat gehagelt, es hat gestürmt, es hat geregnet bei uns. Aber es wird jetzt ja Frühling so langsam. Und dann kommen auch wieder wärmere Tage. Und dann ist auch so nice nicht verkehrt, das schon mal da zu haben. Und jetzt kommen wir, ich glaube ja, zum Produkt des Monats. Das ist ganz unten. Das finde ich toll. Kinder Happy Moments Mini Mix. Ich hab dich lieb. Oh, guck mal. Ist das nicht toll? Ich liebe Kinderschokolade. Und ich werde alles essen, was hier drin ist. Oh, guck mal, da sind sogar die weißen Kinder Buenos drin. Mhm. Also das kommt auch gleich bei uns auf den Wohnzimmertisch und dann können wir snacken. Wahnsinn, Leute, das sind echt coole Sachen hier drin gewesen. Also hier steht jetzt nicht, dass da noch irgendwelche Alternativprodukte oder so mit bei gewesen wären. Und ich habe jetzt alles gezeigt, was in meiner Box drin war. Die ist jetzt nämlich alle. Ich fand die gut, ne? Also mir hat die Degusta-Box jetzt im März ganz gut gefallen. Und schreib mir gerne deine Meinung zu den Produkten unten in die Kommentare und auch zu der Box. Ich fand diesen Mix mal wieder richtig geil, ne? Das ist so wieder back to the roots. Damals war das wirklich, als ich die selber abonniert habe, hatten wir so einen Mix zwischen Basic-Produkten mit dem Brot und so ein bisschen diese Kuchenviecher mit dabei, ist auch geil. Und also so dieses, ich bin im Laden und ich will das nicht, ich bin ja irgendwie erwachsen und ich kann mir jetzt nicht, eigentlich kann ich mir das leisten, kann mir das kaufen, dass ich mir mal eben so ein Kuchenprodukt hole. Aber ich mache es irgendwie nicht, weil ich eigentlich so erzogen worden bin, dass man das nicht macht. Wisst ihr, was ich meine? So habe ich das oft tatsächlich. Und dann freue ich mich immer wie ein kleines Kind, wenn sowas in der Degusta-Box drin ist und ich das einfach essen kann. Das ist so bekloppt, weil eigentlich könnte ich in den Laden gehen und mir das kaufen. Aber ich freue mich, wenn es in der Box drin ist. So cool. Aber geil. Also auch sowas, ne? Es ist, man verschenkt es, aber wenn man das in der Box drin hat, dann isst man das auch. So. Ihr Lieben, wie gesagt, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich bin, wie ihr merkt, echt begeistert von der Box. Ich finde es klasse, dass wir hier so einen tollen Mix drin haben aus Basic-Produkten, etwas neueren Produkten, etwas anderen Produkten und Produkten, die mich dazu anregen, nachzudenken. Was mache ich damit, ne? Ich finde es geil. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.